Willkommen zurück bei der nächsten Episode Outlast. Wir fahren natürlich fort mit unserem Spielstand. Im Vergleich zu letztem Mal habe ich die Webcam links oben im Eck, da oben, bisschen kleiner gemacht. Und ich probiere auch den Rand wegzuschnippeln. Also hier links, rechts. Dass es nicht so weit vom viel Feld vom Spiel nimmt. Und ich habe die Webcam auch schwarz-weiß eingestellt, also Farbintensität ganz niedrig. Weil ich glaube, dass es noch ein bisschen was zur Atmosphäre beiträgt. Wir haben 5 nach 9 in-game. Echt Leben haben wir nicht so spät. Okay, mach mal die Tür auf. Hallo? Hallo? Stimmt, ich glaube, hier waren wir schon mal. Genau, hier sind wir durch. Da waren die gebrochenen Männer. Genau, scheiße, ab hier wusste ich ja nicht mehr weiter. Oh, warte. Oh, guck mal, mein Handy vibriert. Supi. Hey, ich komme da nicht ran, ja lol. Hä? Muss ich auch gerade mal gucken. Moment, sorry, es tut mir sehr leid. Aber jetzt ruft mich natürlich. Jetzt schreibt mir natürlich der andere noch, der mit ins Kino will. Mann, das war jetzt auch klar, ey. Gerade am Aufnehmen, 2 Minuten kommt der natürlich wieder. Wieso kann man denn hier nicht in die Lücke rein? Komisch. Ich will die Batterie haben. Ich will aber unbedingt die Batterie haben. Ja. Nee. Oder wohl. Ah, guck mal. Komm von da. Ah, unter den Tisch kraxeln geht also. Cool. Ich lass mal nicht gesehen. So, jetzt hat er wieder geschrieben. Tut mir leid, ich weiß. Ich weiß, das ist blöd, MLP da immer zu schreiben, aber es ist halt sehr wichtig, organisatorische Gründe und so weiter. Man will ja nicht den Kollegen anrufen, der gerade in der Badewanne hockt. Ey, ich fahr jetzt los ins Kino, gehst du mit? Und dann sagt er, yo, ich will mit, aber es geht nicht. Ach stimmt, genau. Da war der Typ im Rollstuhl. Müssen wir das jetzt nochmal machen. Boah. Und gleich nochmal erschreckt. Geil. Alter Scheiße. Ui. Boah. Na, ich habe mir nochmal was zu trinken geholt. So. So. Ich muss die Speziflasche immer wegheben. Weil wenn ich sie hier beim Tisch aufmache, dann spritzt es. Also ganz normal bei kohlensäuregehaltigen Getränken und spritzt also auf die Tastatur und das will ich nicht, weil es verpappt. Weil auf den Schock jetzt erstmal was zu trinken. Da ist immer gut, wa? Hier geht's wahrscheinlich immer noch nicht lang, oder? Ne. Schade, aber auch. Also gehen wir dann direkt mal hier. Fliege aus einem Blablabla. Inventar, die Schlüssel für die Sicherheitssammlung. Okay, hallo. Hallo? Genau zur Seite nehmen. Wir haben eh nur noch 4 Batterien. Bisschen blöd. Ah, genau, hier waren wir auch schon mal. Hier voll die fette LAN-Party wahrscheinlich am Start gewesen. Oh yeah. Cooler Screensaver. Voll der krasse Shit. Über Leichen. Tote Menschen. Ich kann tote Menschen sehen. Hallo.
So, irgendwas muss ich jetzt, glaube ich, hier machen, oder? Kann ich jetzt einfach hier raus spazieren? Schön wäre es gewesen. Das ganze Spiel schon rum. Hi, Omi. Hey, Omi. Was ist hier denn Schönes? Ding! Wow! WTF? Geil. Geht es nochmal? Schade. Gehen wir direkt mal runter. Komm, gucken wir, ob wir den armen Kerl helfen können. Liegt der jetzt ganz unten? Wetter abgeschlossen. Oh, guck mal. Überwachungscam. NSA ist auch hier aktiv. Du kannst... Uah. Hat da nicht gerade der... Stand da nicht gerade nach hinten schauen? Oh. Es klopft doch, verdammt! Ich hasse es, wenn so zwei Räume gegenüber sind. Ich habe Angst, dass wenn ich in den gehe, von da einer kommt. Da hockt einer auf dem Klo. Ach, the fuck. Okay, da ist mal niemand. Es ist unglaublich, aber das Spiel, das ist sogar mit Licht schon richtig krass. Aber okay, die scheinen. War ich das? Ach du Scheiße, wie krass das hier auch ist, hey. Habe ich 5 Batterien. Die Tür ist zu. Oh nein, da kommt jetzt bestimmt was, wenn ich rausgehe. Fuck. Soll ich die Tür aufmachen? Oha. Oh. Kein Schockmoment. Der muss auch gut geschissen haben, so wie der blutet. Ja, weh. Alter, krassen Kopf auch noch. Ja gut, das hätte man sich aber irgendwie auch denken können, dass da man keinen Kopf und ein Bein durch das Klo spülen kann. Ist ja auch cool, dass er sich dann hier so festhält. Ihr glaubt es nicht, was ich für einen Schiss habe. Ob der tot ist, weiß ich nicht. So. Der blutet ein bisschen. Haupteingang zu öffnen. Accessing security system.
Nein! Echt jetzt? Och nö. Shit. Erinnert mich ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre. Lauf weg. Verpiss dich. Du Mongo. So. Ich starte ihn genau da. Ich muss sparsam mit den Batterien umgehen. Stimmt, hier war es Klo, hier war der andere Raum. Oh, da ist es so dunkel, ey. Leck mich am Arsch. Zum Glück gibt es hier eine gewisse Notbeleuchtung. Na, jetzt ist hier auch die Tür offen. Nur kurz. Krass, dass ich mir sogar im Schatten in der Kamera wegnehme. Geiler Scheiß. Die Tür hier wird wohl nicht aufgehen. Genau. Ist eine fette Kette drumherum, hätte man sich auch denken können. Dokument. Genau. Dokument. Kultra-Programm CIA Dokument Nummer 100691. S1 Auszug. Eine Akte betreffend hypnotische Experimente und Forschung. 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Ma, wie beschissen ich im Lesen bin, wenn ich am Zocken bin. Brutal. Oh.
Okay. Wow, ist hier dunkel. Wie in einem Bärenarsch. Ich will da gar nicht rein. Ich stelle die beiden Gaspumpen ein, betätige den Halbschirm im Generator nicht.